Tief im Urwald Französisch-Guyanas wurde ich zum Mann, weil ich dort lernte, dass man eben nicht immer alles mit Worten erklären kann, muss oder sollte. Heute geht es also um die Weisheit, und die Weisheit ist die fünfte Tugend auf dem Weg zur Selbstfindung als Mann, würde ich mal sagen. Ich denke, dass der Weise ist, der Dinge richtig zuordnen und beurteilen kann. Und wir hatten vorhin von Französisch-Guyana gesprochen. Ich war ja dort 2 Jahre lang stationiert und dort habe ich unter anderem auch gelernt, schnell und präzise zu handeln, ohne ein Wort zu verlieren. Einfach mal beobachten, zulassen und den Rand halten. Das ist sehr weise. Einfach mal den Rand halten. Das kann sehr weise sein. Vor allem dann, wenn man nichts zu sagen hat. Das Gegenteil von Weisheit: Dummheit, Ignoranz, Engstirnigkeit. Junger Mann, kein Drängen auf schnelle Entscheidungen. Nichts brüskieren. Zulassen, sodass jedes Ding sich nach seiner Eigenart selbst entfalten kann. Das ist weise. Manche Dinge müssen sich eben langsam entfalten, so wie eine aufsteigende Lerche. The Lark Ascending von Ralph Vaughan Williams. Kennt ihr das? Als Mann hast du die höchste Kunst der Weisheit dann erreicht, wenn du die Momente kennst, in denen du nicht urteilen, nicht handeln und nicht entscheiden solltest. Der Weisheit-Takt oder Rhythmus trägt einen Namen: Geduld. Habe Geduld, lieber Freund, mit anderen und mit dir selbst. Warum Geduld? Naja, weil im Rhythmus, wie die Zeit vergeht, sich eben viel ändert in unserem Leben. Aus riesigen Bergen werden kleine Maulwurfhügel. Andere Gegebenheiten, andere Umstände machen aus unseren jetzigen Sorgen, ja, sie machen sie hinfällig. Es wird Luft daraus, sie verblassen. Sei geduldig. Weisheit an dir selbst angewandt hält deine Taten und Leidenschaften unter Kontrolle. Ein weiser Mann ist besonnen und zurückhaltend. Er sagt nicht immer, was er denkt. Wenn du mit anderen Menschen sprichst, egal um wen es sich handelt, dann schau ihn in die Augen und gib ihm das Gefühl, dass er in dem Augenblick der wichtigste Mensch auf Erden ist. Auch das ist Weisheit. Wer Vorurteile hat, handelt jeglicher Weisheit entgegen. Ein kluger Umgang mit den eigenen Gefühlen, auch das ist Weisheit. Einfühlungsvermögen zeigen, das ist weise. Wenn du offen bist für Neues, für neue Perspektiven, dann bist du weise. Seht ihr auch, dass ich Hörner aufhabe? Zum Abschied noch eine Geschichte. Bis zum Jahr 1991 wusste ich nicht, dass Eulen Symbole der Weisheit sind. 1991 war ich mit meiner Kompanie im Tschad stationiert. In Abeche, um genauer zu sein. An einem Sonntag, wir hatten frei, zog ich meinen Sportanzug an und lief auf einen Berg zu, der ganz hinten am Horizont stand. Der war vielleicht 300-400 Meter hoch. Es war so ein Spitzberg. Und ich hatte die feste Absicht,
dorthin zu laufen und hochzusteigen, bis auf die Spitze. Am Berg angekommen, machte ich mich gleich an den Aufstieg. Das ging recht gut. Zum Schluss wurde es ein bisschen spannender, da konnte man sich nirgends mehr so festhalten. Und wie ich fast oben war, da kam so ein kleines Plateau. Es war vielleicht 1 Meter breit. Und am Ende des Plateaus war eine Felswand und in der Felswand war ein Loch, eine Art kleine Höhle. Und genau als ich das Loch sah, in die Höhle reinschaute, da stürmte etwas raus, direkt auf mich zu und schrie. Und das war eine Eule. Eine riesig große Eule. Und sie hatte große gelbe Augen. Und in den großen gelben Augen, da sprengelten sich weiße und schwarze Punkte. Und ich sah genau rein in die Augen. Und irgendetwas ist da passiert. Und ich kann euch heute nicht sagen, ob ich 3 Sekunden lang in diese Augen starrte oder ob es 1 Stunde war. Auf jeden Fall war das ein intensives Gefühl. Und seitdem hat sich in mir irgendwas getan, irgendwas hat sich verändert. Und seitdem sind Eulen meine Lieblingstiere. Ob das was mit meiner eigenen Weisheit, wenn ich denn eine besitze, zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich wünsche euch einen tollen Start in die nächste Woche. Euer Thomas Gast.